Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium, Tiermedium und spiritueller Coach. Und in diesem Video möchte ich mit dir über Cosmic Energies, über galaktische Frequenzen und Schwingungen sprechen, die dafür sorgen, dass wir wieder in unsere Urkraft, in unsere ursprüngliche Energie zurückkehren können. Bevor ich dir mehr darüber erzähle, möchte ich dich ganz herzlich einladen, denn ich habe die große Ehre, Speakerin zu sein beim Erfolgskongress, der online stattfindet vom 12. bis 15. Juli. Das heißt, ich werde dort live für dich da sein am Dienstag, direkt am ersten Kongresstag, am 12. Juli um 20:13 Uhr bin ich dran und werde dann eine halbe Stunde einen Vortrag genau zu diesem Thema halten. Also das Thema ist ganz konkret: Cosmic Energy, volles Potenzial durch die Aktivierung deiner Urenergien. Und ich möchte dir heute schon mal so ein bisschen was darüber erzählen, damit du eine Vorstellung bekommst, worum es bei diesem Vortrag geht. Und ich lade dich herzlich dazu ein, dass du dich da ganz kostenlos bei diesem Kongress anmeldest. Es werden über 30 Speaker sein, die eben zum Thema Erfolg in den verschiedensten Ebenen und Richtungen berichten und erzählen werden, ihre Erfahrungen teilen werden, ihr Wissen teilen werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich werde unter diesem Video den Link setzen, damit du dich da gerne anmelden kannst. Und ich freue mich, wenn du dann live auch bei meinem Vortrag mit dabei bist. Also, was sind Cosmic Energies, beziehungsweise was hat das mit unseren Urenergien zu tun? Lass uns einmal zurückgehen zum Ursprung unserer Seele. Irgendwann, vor wahrscheinlich vielen Äonen von Jahren, ist unsere Seele der Urquelle entsprungen. Das hat ganz unterschiedliche Namen. Manchmal wird sie auch Urseele genannt, manchmal auch Nulldimension. Das heißt, wir entspringen dieser Urquelle als eine vollkommene Einheit sozusagen, unsere Seele. Und die hat sich dann ins Universum, ins Multiversum begeben, um gewisse Erfahrungen zu machen, um in verschiedenen Dimensionen auf verschiedenen Planeten und Sternen zu sein und eben auch Erlebnisse zu sammeln und sich dort so zu entwickeln, einiges zu lernen, um dann am Ende, um den Kreis wieder zu schließen, wieder zurück zur Urquelle zurückzukehren. Das heißt, unsere Seele macht verschiedene Erfahrungen. In dieser 3D-Welt hier auf der Erde ist es ganz Unterschiedliches. Zum einen wollen wir Licht bringen, wir wollen unser eigenes Licht wieder aktivieren, wir wollen die Welt erstrahlen lassen. Zum anderen wollen wir erleben, wie ist es, in der Dualität zu sein? Wie ist es, mal auf der dunkleren, mal auf der helleren Seite zu sein? Wie ist es, diese Ich-Bewusstseinserfahrung zu machen, in der wir uns getrennt von den anderen empfinden und zeitgleich wieder zu fühlen, wie ist es, wenn wir wahrnehmen, dass wir alle eins sind? Denn das sind wir. Wenn wir das Wort Urseele nehmen, dann bedeutet das, dass wir alle dieselbe Seele sind. Das können wir manchmal leichter annehmen, manchmal nicht so leicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wen wir gegenüber haben. Nichtsdestotrotz ist jeder und jede, die uns begegnet, genau die passende Person, weil wir dadurch getriggert werden. Wir werden gespiegelt. Wir erkennen, was bei uns vielleicht noch nicht ganz im Einklang ist und können uns so weiterentwickeln. Also es ist ganz wundervoll, diese Interaktion. Wenn wir jetzt zu diesem Ursprung zurückgehen, wir sind eben entsprungen in dieser Vollkommenheit. Wir haben einen bestimmten Seelencode, eine bestimmte Seelenzusammensetzung. Und in dieser Energie haben wir besondere Fähigkeiten, eine besondere Energie. Wir sind eben individuell in diesem Moment und zeitgleich immer, immer mit der Urquelle verbunden, auch wenn wir es nicht immer fühlen. Das ist der Knackpunkt. Wenn wir uns also daran erinnern könnten, wer wir wirklich sind, was unsere Urenergien sind, unsere Urseele, dann sind wir komplett im Einklang mit uns und eben auch dem Universum, mit allem, was uns begegnet, mit jedem Lebewesen, mit jedem Wesen überhaupt. Und in diesen Energien folgen wir unserem Herzen. Da sind nicht mehr so große Herausforderungen, weil das ist schon der Weg wieder zurück zur Urquelle. Das heißt, da wollen wir wieder hin. Wir wollen erstmal den Aufstieg und dann irgendwann wieder dorthin zurück. Und genau in diesen Energien läuft alles leichter. Dass wir Herausforderungen haben, dass das Leben nicht so leicht läuft, hängt mit unseren Glaubenssätzen zusammen, mit diesen Energien, auch manchmal hier, mit dem, worauf wir uns einlassen. Deswegen haben wir Herausforderungen, damit wir wieder weiter wachsen können, damit wir uns weiterentwickeln können. Wenn wir uns selbst finden und gefunden haben, dann werden die Herausforderungen kleiner, weil wir sie ja nicht mehr so sehr benötigen. Wir werden dann gar keine mehr haben. So nehme ich das wahr, erst wenn wir dann erleuchtet sind. Das ist in meiner Definition der Moment, in dem wir dann auch aufsteigen. Vielleicht sogar inzwischen, würde ich sagen, noch einen Schritt weiter, wenn wir zurückkehren. Das ist aber, wie gesagt, Definitionssache. Was sind dabei jetzt Cosmic Energies? Was sind diese Einstrahlungen, diese Frequenzen aus den Galaxien, aus dem Universum, die uns dabei helfen können? Wenn wir wieder berücksichtigen, dass wir alle eins sind, sind das eben auch unsere Urenergien, die wieder zu uns fließen. Dabei gibt es verschiedene Frequenzen. Es gibt Goldfrequenzen, Silberfrequenzen, kristalline Frequenzen. Es gibt die verschiedensten Schwingungen natürlich hier auf der Erde und auch im Universum.
Und diese Schwingungen erinnern uns wieder daran, wer wir wirklich sind. Wir haben uns eben nur davon abgeschottet. Manchmal waren wir auch nicht in der Kraft, das aufnehmen zu können. Jetzt sind wir in der Energieerhöhung. Wir haben hohe kosmische Einstrahlungen, auch in Form von Sonneneruptionen, die dann in aufgeladenen Ionenteilchen zur Erde fließen, die unsere Erdatmosphäre, die Ionosphäre wieder aufladen. Und wir als Mensch, die wir ja auch aus Schwingung bestehen, aus physischer Schwingung sozusagen, unser Körper ist ja noch grobstofflich, dennoch schwingt er aus energetischer Schwingung, unsere Seele, unser Geist, unser Astralkörper, unsere Aura, all diese Energieschichten, die wir haben, die schwingen. Das heißt, wenn hohe kosmische Einstrahlungen kommen, wie Sonneneruptionen, wie aufgeladene Teilchen, wie Sonnenstürme, wie galaktische Stürme, dann wird die Energie angehoben und wir werden auch in der Energie angehoben. Unsere Frequenz hebt sich. Wir kommen wieder zurück in höhere Schwingungen, höhere Energien, in höhere Dimensionen. Das dürfen wir annehmen und aufnehmen. Das heißt, unser Körper, der noch, wie gesagt, grobstofflich ist, verarbeitet das etwas langsamer. Und in diesen Energien, ja, schwingen wir. Das heißt, wenn wir auf unseren Körper hören, auf unser Gefühl, wenn wir diese Energien aufnehmen, wenn wir uns erholen, wenn wir auch mitnehmen, was diese Schwingungen noch mit sich bringen, und zwar, dass wir hinterfragen, dass wir schauen, was ist denn die Wahrheit? Was ist außerhalb dieser Matrix? Was ist außerhalb dieses irdischen Daseins? Wer sind wir noch? Was für ein multidimensionales Wesen sind wir noch? Wenn wir diese Energien annehmen und aufnehmen, wenn wir sie in uns fließen lassen, wenn wir uns damit verbinden, wenn wir uns öffnen und vor allem aus dem Widerstand herausgehen, dass es anders sein sollte, dass wir weiter sein müssten, dass wir jemand anders sein sollten, all das, dann können wir das aufnehmen, dann können wir diese kosmischen Energien aufnehmen und sie uns transformieren lassen, sodass wir wieder zu diesem Lichtwesen werden, das wir ohnehin schon sind, nur noch etwas feinstofflicher. Und da spielen auch eben Einstrahlungen von anderen Energien, von Planeten, vom Mond, von Mondzyklen, eben Sonneneinstrahlungen, Einstrahlungen unseres Heimatplanetens. All das spielt eine große Rolle. Und so bekommen wir andauernd, heutzutage mehr denn je, diese kosmischen Energien mit. Oftmals wird es auch Cosmic Downloads genannt, also kosmische Downloads, die uns umprogrammieren, die uns zurückversetzen sozusagen in unseren Ursprung, in unseren Reset. Also wenn man es in der Computersprache sagen würde, wir werden nochmal auf Neustart gesetzt. Und in diesem Neustart können wir uns so befüllen, wie wir uns das wünschen, idealerweise eben mit dem, wer wir wirklich sind, mit unseren Urenergien. Und die sind noch da. Sie werden wieder aktiviert, indem wir diese Verbindung, diese Einheit mit dem Universum wieder fühlen können. Dafür bedarf es Liebe, Herzensenergie, sich öffnen, eben in den anderen sich selbst erkennen. Dabei hilft es, wenn wir mehr fühlen. Wie geht es uns? Wann braucht unser Körper Ruhe? Wann braucht unser Geist Ruhe? Wann dürfen wir auch irdische Schritte gehen, um zu zeigen, auch dem Universum, unserer kosmischen Familie, unserer Sternfamilie, ich bin bereit, ich will das, unserem Spirit-Team natürlich, unterstützt mich dabei. In diesen besonderen Energien sind wir gerade und da passiert so viel. Das heißt, entspanne dich, geh raus aus dem Widerstand, vertraue, dass alles, was passiert, genau das Richtige für dich ist. Und dann, genau dann, kannst du diese Energien noch mehr wahrnehmen. Du nimmst die Verbindung zur Urquelle wieder wahr. Du nimmst wahr, dass wir alle eins sind und du fühlst dich wieder mit deinem wahren Sein. Und wenn du, wie gesagt, noch mehr darüber erfahren möchtest, dann sei gerne live mit dabei bei meinem Vortrag am 12. Juli, das ist der Dienstag um 20.13 Uhr. Ich würde mich sehr freuen. Melde dich beim Erfolgskongress an. Du findest unten den Link. Und dann gibt es mehr davon und noch mehr Tipps, wie du das dann auch praktisch umsetzen kannst. Ich freue mich schon sehr auf dich. Ich danke dir fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.